Ernährungen. Okay. Hey Leute, herzlich willkommen. Vorerst möchte ich mich mal bedanken für alle, die mir auf Instagram und auf YouTube so positive und coole Kommentare dagelassen haben und Zuspruch, dass ihnen die Videos gefallen haben und dass sie viel daraus ziehen konnten. Hat mich sehr gefreut. Wir werden jetzt unsere kleine Wettkampfreihe auf jeden Fall fortführen. Wir befinden uns jetzt wenige Tage vor der Abreise zum Mr. Olympia Amateure nach Indien. Indien deswegen, weil es mein Traum einfach mal war, bei einem Mr. Olympia Amateure erstens mitzumachen und zweitens reise ich unglaublich gerne und in Indien war ich noch nie, die Kultur interessiert mich und deswegen kann ich beides auf einmal miteinander verknüpfen und mitnehmen. Jede Reise lehrt einen und bildet einen auch ein bisschen weiter, ferner vom Sport und deswegen freue ich mich wahnsinnig drauf, es ist ein cooles Projekt. Im Vorfeld war es so, dass wir uns überlegt hatten, wie wir das mit dem Essen in Indien machen werden. Und haben uns dazu entschieden, dass wir Selbstversorger sein werden. Also ich werde alles einfrieren, portioniert und in mein Gepäck tun. Das zeige ich euch nachher. Wir werden nachher nochmal darauf eingehen. Das erfordert zwar ein bisschen Vorbereitung und ein paar Stunden Zeit, aber dementsprechend haben wir dann vor Ort schon alles vorbereitet und dementsprechend einfach ist es dann von der Organisation vor Ort. Wir müssen dann nichts essen, was unbekömmlich wäre oder wo wir Gefahr laufen, dass mit dem Magen oder sowas nicht klappt. Weiß ja immer nie bei solchen Ländern. Man hört immer viel, aber ich glaube, das ist ganz easy. Aber Vorkehrungen zu treffen ist trotzdem wichtig. Okay. In den nächsten Tagen werden wir nochmal den Aufwand- und Ladeprozess durchgehen und besprechen. Ich habe da so ein, zwei Ideen, die man eventuell anwenden könnte. Heute ist so ein Tag bei mir in der Diät, an dem ich ein Cheat Meal mit einbaue. Und dementsprechend werde ich dann auch gleich morgen in der Früh schauen, wie das angeschlagen hat. Erstens von der Form, von der Mittelpartie und ob sich sowas eignen würde, am Vortag eines Wettkampfs mit einzubauen oder eher nicht. Ansonsten startet ja morgen jetzt die Peak Week. Das bedeutet für mich, frisch in den Wettkampf zu gehen. Die Hauptarbeit ist getan. Muskulatur werde ich nochmal durchtrainieren. Ich halte jetzt nichts vom Pumptraining. Bei mir ist jedes Training ein volles Training. Also die Intensität ist weiter hoch, aber dafür das Volumen und die Frequenz deutlich moderater. Ansonsten dasselbe Spiel wie immer. Da meine Form gut ist, beziehungsweise ich knüppelhart bin, werde ich kein klassisches Entladen machen. Ich werde zwei Tage mit einbauen, indem ich lediglich 80 Gramm Kohlenhydrate direkt vor dem Training essen werde. Ansonsten Glykogenspeicher ein bisschen leeren, Magen leeren, damit der Körper dann die Ladetage richtig annimmt und die Nährstoffe aufsaugt. Besonderheit in Indien zusätzlich noch, dass der Wettkampf über zwei Tage stattfindet. Also wie ein richtiger Profi-Olympia ist die Vorwahl des Pre-Judging am Samstag und das Finale am Sonntag. Das ist für mich auch eine neue Erfahrung. Ich habe noch nie einen Wettkampf über zwei Tage gemacht. Auch das wird jetzt eine Herausforderung werden. Aber wie gesagt, ich habe da Bock, ich finde das geil. Und so ein Mr. Olympia mitzumachen, mit dem Ziel natürlich zu gewinnen, deswegen fliegen wir hin. Ist das Größte, was ich mir vorstellen kann aktuell. Und egal wie hart die Diät war, es sind jetzt schon in der 20. Woche. Ich könnte mir nichts Geileres vorstellen. Es erfüllt mich jeden Tag. Ich stehe gerne auf, hab Bock. Und auch wenn es Tage, Stunden, Minuten gibt, wo es einem schwerfällt und man in Anführungsstrichen leidet. Wir haben uns das alles selbst ausgesucht. Wir gehen diesen Weg bewusst. Und auch Tage, an denen es einem schwerfällt, sollte man bewusst wahrnehmen. Die machen einen stärker, die bringen einen weiter und machen einen in dem, was man tut, auch besser. Dementsprechend gehört das dazu. Man muss nur bereit sein, einfach den Preis zu zahlen und Willen zu haben, durchzuziehen. Und dann ist es das geilste Gefühl, wenn man von der Bühne runtergeht, ein brutales Paket gezeigt hat, der den ersten Schluck trinkt und einfach sagen kann, ich habe alles gegeben, ich habe mich geil präsentiert und so soll es auch diesmal wieder sein. Wie das so die Planung, Organisation und Durchführung einer Reise an sich hat, ist am Anfang immer alles ziemlich chaotisch. Ich habe 30 Kilo Gepäck dabei, was ich aufgeben kann. Wie gesagt, ich werde Lebensmittel präpariert mitnehmen. Hier seht ihr jetzt erst die fertigen Sachen, Ananaskonserven, Reismehl und sowas. Das haue ich jetzt schon mal in die Tasche. Ich habe hier so eine Kühltasche,
im Supermarkt besorgt. Da werde ich dann portioniertes Fleisch und den gekochten Reis reintun. Da ist genug Platz drin und in die Tasche dann reintun. Ansonsten, was man natürlich immer dabei haben muss, meine Posinghosen. Meine neueste Errungenschaft ist die rote hier, die werde ich auch tragen, die gefällt mir ziemlich gut. Und weil ich diesmal wahrscheinlich auch mich ansprühen lasse, hier so eine Sprühhose, die zieht man sich so über das Geschlechtsteil, damit man da blickdicht ist. Ansonsten, hier haben wir schon mal Reiswaffeln drin, ganze Reismehl rein, das benutze ich zum Frühstück. Und das letzte Mahlzeit, das ist meinem Magen sehr gut bekömmlich und ist leicht zu machen. Mit Mandelmus, Banane kann man das immer noch verfeinern und ein bisschen Ananas rein. Wir fliegen diesmal nicht direkt hin, sondern über Istanbul nach Mumbai. Insgesamt sind wir so 8 Stunden unterwegs. Mein Bruder, der Marcel, kann dieses Mal leider nicht mitfliegen. Deswegen wird es vom Wettkampf wahrscheinlich leider nicht ganz so viel Material geben wie beim letzten Mal. Wir strengen uns an, aber größtenteils bin ich da auf mich allein gestellt, weil halt auch eben so ein Wettkampf mit wahnsinnig hohen Kosten verbunden ist. Es ist unglaublich, was man da zahlt. Das geht doch nicht! Fluganreise, Verpflegung, Airbnb, Startgebühr, Betreuergeld, Farbe, dann noch Essen vor Ort. Also es geht in die zigtausende Euro. An alle, die jung sind und durch Bodybuilding Millionär werden wollen, gleich aufhören, abbrechen, sucht euch einen anderen Sport mit Bodybuilding. Gebt ihr höchstwahrscheinlich nur Geld aus, dann solltet ihr das nicht als absolute Leidenschaft betreiben, dann ist es demnach auch überhaupt nicht das richtige Verein. Ansonsten habe ich zwar gesagt, dass ich Farbe sprühen lasse bei Protan selber, die bieten das an. Ich überlege mir aber immer noch so ein, zwei Schichten vorher selber zu machen, weil ich richtig dunkel sein will. Da vertraue ich auf Toptan jahrelang schon, habe mich nie im Stich gelassen. Ein paar Tage davor fangen wir wieder das Peeling an, das habt ihr am letzten Video gesehen. Das sind auf jeden Fall alles so Essentials, das muss dabei sein. Hier drin haben wir auch nochmal Farbe. Das ist der Rest vom letzten Wettkampf. Kann man auf jeden Fall auch nicht gebrauchen. Ah, Wettkampffarbe. Jeder, der das schon mal gerochen hat, das ist der beste Duft, den es gibt, wirklich. Auf was muss man achten bei so einem langen Flug als Bodybuilder? Ich habe einen Rucksack dabei, wo ich meine Mahlzeiten rein tue, das ist ganz wichtig. Am Dienstag, wenn wir fliegen, wird mein erster von 2 Entladetagen sein. Sprich, ich werde an dem Tag nur in der Früh vor dem Training Kohlenhydrate essen und an allen anderen Mahlzeiten lediglich Fleisch, Gemüse und ein bisschen Mandelmus, Fett als Energiequelle. Und wir versuchen dann einfach den Glykogenspeicher ein bisschen zu leeren, Platz in den Magen reinzukriegen fürs Aufladen. Und die Mahlzeiten, die ich für den Flug brauche, an dem Tag werde ich auch 10 Liter Wasser trinken, 10 Gramm Salz. Das habe ich alles im Rucksack präpariert und das koche ich und bereite also das noch alles vor. Das war es auch schon mit dem kleinen Einblick in die Vorbereitung für unseren Flug. Wir hoffen sehr auf einen Livestream. Falls dieser Stream existieren sollte, ich poste ihn auf Instagram, dass ihn alle sehen. Und jeder, der Interesse hat, kann sich dann da online zuschalten und mir die Daumen drücken, mich anfeuern, in den Bildschirm schreien. Mann! Mann, das kann doch nicht sein! Für jede Unterstützung bin ich weiterhin dankbar. Bleibt dran, abonniert den Channel und vor allem lasst ein bisschen Liebe da, Kommentare und das Video. Daumen hoch!